1000 Things war zu Beginn eine reine Spaßidee. Also ich habe einfach am Nachmittag, wo ich eigentlich auf der Uni hätte sein sollen, die Facebook-Seite gegründet, 1000 Things in Vienna, und habe mir da nicht allzu viel erhofft, ein paar Bilder reingeladen, und so schnell habe ich gar nicht schauen können. Innerhalb von 3 Tagen waren da 60.000 Likes drauf. Und dann war so der Gedanke, ups, was ist da eigentlich passiert und was kann man da vielleicht mehr draus machen? Erst nach und nach hat sich dann eine Website, ein Unternehmen, ein Team rundherum ergeben. Mehr oder weniger so der Step vom Spaß-Studentenprojekt zum Unternehmen. Also ich habe davor eben Journalismus und Medienmanagement auf der FH Wien studiert und im Rahmen des Studiums eben mehrere Praktika gemacht. Aber ich habe nie irgendwo fix gearbeitet oder auch nur eine Teilzeitstelle gehabt, sondern das waren nicht Praktika, wo ich gelernt habe bei Unternehmen wie in ORF, der Presse oder Red Bull. Bin da mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen ins kalte Wasser geschubst worden und habe mir alles selbst beibringen müssen. Ja. Ich habe am Anfang die Seite mit meinem WG-Mitbewohner betreut, ja, und so ist es aktuell auch noch immer. Wir sind irgendwie wie eine große WG bei uns im Büro. Wir sind alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, entweder nur im Studium oder kurz danach, und bringen uns da gegenseitig einfach wahnsinnig viel bei. Ich sage immer, wir fliegen jeden Tag dreimal hin, aber stehen wieder auf. Also prinzipiell ist das eigentlich ein irrer Zufall. Ich habe den Jan, glaube ich, 1,5 Stunden gekannt, bis wir gesagt haben, ja, wir machen das gemeinsam. Und er hat mich dann gleich einmal 3 Monate alleine lassen, weil er kurz danach seinen Traum eingelöst hat und nach Südostasien zum Backpacken geflogen ist. Ja, war ein wild ride. Und dadurch, dass wir am Anfang einfach als Startup nicht die Möglichkeit gehabt haben, jetzt mit anderen Medienhäusern mitzuhalten, was Gehalt etc. betrifft, habe ich mir halt andere Wege überlegen müssen, wie man Leute für uns begeistert, ja, neben dem Produkt. Das heißt, ich bin hergegangen und habe gesagt, okay, du kannst bei uns so viel Homeoffice machen, wie du willst. Es gibt da kein Limit, es gibt kein Urlaubslimit. Das heißt, es gibt nicht die gesetzlichen 5 Wochen, sondern nimm da so viel, wie du brauchst, wie du magst. Sofern einfach für dich als Teammitglied bei uns die Arbeit, die du machst, passt und du zufrieden bist und wir es auch sind, hat jeder da einen total offenen Lebens- und Arbeitsstil bei uns, den er pflegen kann. Und das wird halt wahnsinnig geschätzt. Also wir haben schon sehr viele verschiedene Aktionen mit 1000 Things gemacht, eben von man bringe den Spritzwein, Taschen, die wir produzieren lassen haben. Und das war aber auch nur eine Spaßidee. Sprich, ich habe einfach 50 Taschen in Auftrag gegeben bei der Druckerei und wollte die verschenken an die Community. Und dann haben wir 1000 Anfragen innerhalb von 24 Stunden bekommen, die wie so ein Sackerl. Und dann waren wir so, ups. Und mittlerweile ja, werden diese Taschen in Serie produziert eigentlich und verkauft auf diversen Märkten in Wien und Shops. Also sogar mit dem ehemaligen Bürgermeister Michi Häupl haben wir ein Foto machen dürfen, woraufhin seine Pressesprecherin dann gleich 15 Taschen bei uns gekauft hat. Also mir kommen die besten Ideen immer so um 3:30 in der Früh, wenn ich im Bett liege und nicht gescheit schlafen kann, dann, und dann die Gedankenschubladen von Hundertstel ins Tausendstel aufmache irgendwie. Und ich wollte schon ewig mal weit wandern. Und dann ist mir irgendwie der Einfall gekommen, Moment, wir haben ja unseren Österreich-Ableger, 1000 Things in Austria. Ich habe mir dann gedacht, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir in jede Region einen Redakteur von uns setzen oder sowas. Gehen wir doch einfach selbst hin und machen wir es so, dass ich zu Fuß von Bregenz nach Wien gehe. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Redaktionssitzung gegangen und habe unseren Leuten gesagt, hey, wie wäre es, wenn ich zu Fuß von Bregenz nach Wien gehe? Und dann haben wir alles angeschaut, okay, ja, wie soll das klappen und so. Und nach 5 Monaten war es dann soweit und ich bin in Bregenz vom Bodensee losmarschiert. Hat man selbst natürlich ein Ziel damit erfüllen können, ja, einfach mal weit zu wandern, weit zu gehen und zu sehen, was es mit einem Server macht, aber das auch verbinden können, ganz wunderbar natürlich, mit unserem Österreich-Ableger und darüber jeden Tag auf dem Blog berichten. Die Wanderei war eine Riesenherausforderung, sich selbst darauf vorzubereiten, ja, zu wissen, hey, ich bin den ganzen Sommer eigentlich nicht in Wien und ich gehe jeden Tag zwischen 20 und 30 Kilometer und muss einen 13 Kilo Rucksack mitschleppen, was wird das mit mir machen? Ja? Ich meine, ganz ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der sportlichste Typ, ich gehe zwar schon manchmal laufen und Beachvolleyball spielen etc., aber dass ich da jetzt mehrtägige Wanderungen bis jetzt unternommen habe, die wirklich ans körperliche Limit teilweise gehen, war ja weniger der Fall. Das war eine Riesen-Challenge, aber sie ist gut gegangen und es war ein wahnsinniger Erfolg für mich selbst und
für unser ganzes Projekt, das wir da haben. Also ich würde es definitiv wieder machen. Ja, ich habe privat für mich auch einen großen Instagram-Account und fotografiere seit meiner Jugend wahnsinnig gern und viel und habe einfach angefangen, meine Fotos da hochzuladen und mit lustigen Beschreibungen die teilweise zu versehen. Ich nehme da auch gerne mal uns selbst aus Wanderthousand Things und auch andere Unternehmen, Blogger oder diese ganze Bubble, ja, die ja teilweise schon sehr schräg ist und wo einiges sehr falsch gelaufen ist, aufs Korn und will da einfach ein bisschen an satirischen Blick auf das Ganze bieten. Und ich kann den Tipp geben, dass man nicht einfach irgendeinen Blog anstarten soll, wie es schon so viele Lifestyle-Blogs und was auch immer da draußen gibt, sondern man sollte sich wirklich eine Nische suchen und die versuchen durchzuziehen und nicht hoffen, innerhalb von 1, 2, 3 Tagen einen spürbaren Effekt zu haben. Das war bei uns damals virales Wunder. Das gibt es so nicht mehr auf Social Media. Das heißt, man muss sich wirklich einfach Zeit nehmen dafür und sehr regelmäßig in einer Nische, die man sich sucht, was produzieren. Und dann bin ich überzeugt, dass man sehr wohl Erfolg haben kann. Ja.